Willkommen zurück zu Let's Play Heroes of Might and Magic 5. Einzelkampagne Zuflucht. Hier in der dunklen Höhle hatten wir das letzte Mal aufgehört. Richtig. Und hier steht auch immer noch rum unser Freund Dougal. Mein Name ist immer noch Dougal. Ja, nicht für mich. Das tut mir leid, aber nö. Können wir noch irgendwas bauen, bevor wir in die neue Woche gehen? Ich weiß das schon gar nicht mehr so genau. Ja. Altar des Himmels, richtig. Die aufgewertete Stufe brauchen wir noch. Befestigter Greifenhorst könnten wir bauen. Stadtmauer. Ja, Zitadelle steigert die normale Vermehrungsrate der Kreaturen um 50%. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir die Stadt noch etwas ausbauen, zumal wir gar nicht so genau wissen, wo sich hier unsere Gegner befinden. Richtig, einen Engel hatten wir ja auch schon. Ah, yes. It's all coming back to me now. Aber auf jeden Fall war's das für heute und wir schlagen ein Lager auf. Ah, also ein schönes Lager mit einem kuscheligen Bettchen. Das ist genau das Richtige für mich. Ja, das kann ich mir vorstellen, Dougal. Jetzt erkunden wir aber erstmal die Woche des Schattendrachen. Ach, hey, direkt vor uns aufgetaucht, ja. Kommen wir aber dran vorbei, das ist gut, denn mit Schattendrachen wollte ich mich jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt aufhalten hier. Ich möchte viel lieber hier unten an die Schatztruhen. Brustharnisch der unheimlichen Macht, ja, weiß ich nicht so genau, ob wir das brauchen können, aber Eisengolem. Eisengolem können wir platt machen und Eisengolem bewacht Schatztruhe. In der Zusammenfassung, ja, wir machen Eisengolem platt. Ja, das geht schon. Die Eisengolems, die hatten wir ja schon öfters. Die waren ja kein wirkliches Problem. Das ist bestimmt auch nicht schlimmer geworden jetzt. Die Segnung machen wir natürlich auch noch kurz. Und unsere Junker machen nichts. Ja, Glück ist schön. Glück ist aber auch tierisch unnötig, wenn auch ohne Glück sowieso schon alle fallen. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Ja, es gibt eine Gegenwehr. Irgendwie können wir uns das eigentlich sparen, denn die Scharfschützen machen das ja eh gleich, wie wir gesehen haben. Brauchen wir gar kein Risiko einzugehen, sondern einfach nur Patsch. Danke. Okay, das war einfach. So, hier gibt es jetzt was mitzunehmen, was ich nicht mitnehmen kann, weil da irgendwie unsichtbare Wand im Weg ist. So. Schatztruhe, yay, da ist, oh, 2.500 Gold. Ja, wir brauchen unbedingt wieder Gold. Wir können uns ja gar nicht die Kreaturen von dieser Woche leisten im Moment. Deswegen müssen wir jetzt eindeutig ein bisschen auf Gold gehen. Artefakt wird natürlich mitgenommen. Ja, willst du das anbehalten, Dougal? Das Ding ist ja schon verdammt hässlich. Eigentlich hätte ich ja viel lieber so ein rosa Tüte. Ja, können wir versuchen, ob wir sowas finden, Dougal. Allerdings sehe ich da relativ schwarz. Ich glaube nicht, dass es hier ein rosa Tütü als Item gibt. Das ist aber schade. Das wird mir sehr gut stehen. Auf jeden Fall können wir auch wieder etwas bauen. Wollen wir etwas bauen oder... Ich glaube, wir wollen erstmal Kreaturen anwerben, denn ich erinnere mich ja noch an diese schöne Erfindung. Woche des Fiebers. Ja, alles tot. Okay. Was wollen wir denn noch anwerben? Engel. Engel kosten ein Kristall und 3.200 Gold. Wow. Wow. Engel sind teuer. Also, ernsthaft. Aber gut, Engel können auch ein bisschen was. Engel nehmen wir mit. Priester, ja. Priester nehmen wir auch mit. Und eigentlich sind wir auch schon wieder pleite. Na gut, kann man nichts machen. Kein Geld mehr da, wird nichts mehr gebaut. Fertig. Was ist das eigentlich für ein Turm hier? Eine Aussichtsplattform zeigt das umliegende Gelände. Wand. Also kann ich auch so sehen, ohne dass ich hier einen Aussichtsturm brauche, hä? Aussichtsturm in der Höhle ist ein bisschen komisch. Bin ich ja mal gespannt, was passiert. Ach so, wir können jetzt dank Aussichtsturm durch diese Wand durchgucken. Klar, logisch. Also, ist genau die Funktionsweise von Aussichtstürmen, die ich so gewohnt bin.
Alchemistenlabor gibt's hier mit. Ja, ein Druidenälteste war auch klar. Hier gibt's einen Artefakthändler. Das könnte interessant sein. Da gibt's Priester. Das ist eklig. Ja, da gibt's Schatztruhen und Lagerfeuer. Noch mehr Eisengolems und gar ganz viel mehr Schatztruhen. Und eine Zufluchtstadt ohne Besitzer. Ah, schau an. Ja, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich hingehen möchte. Ich möchte unbedingt hier hinten mir diese zweite Stadt holen. Brauchen wir gar nicht groß drüber zu diskutieren. So. Und genau, die Zitadelle wollten wir noch bauen. Die Burg... Ja, die können wir eigentlich auch bauen. Dann haben wir zumindest die erste Stadt schon ziemlich gut befestigt, falls da mal irgendeiner von den Computern vor der Tür steht und uns einen kleinen, unangekündigten Besuch abstattet. Apropos kleiner, unangekündigter Besuch. Da haben wir doch direkt so einen Akademie-Magier. Narxes, Zauberer, gelb, mit wenig Gremlinmeistern, wenig Rakshasarani, Vani, Bani, irgendwas. Und ein paar, ja, wenig Zauberer, Gargoyles, Djinn, irgendwas. Und der hat eigentlich ja so quasi nichts. Also, wenn der sich uns in den Weg stellt, bin ich sehr optimistisch, dass wir den einfach mal eben plattwalzen können. Aber erstmal plattwalzen müssen wir die Stadt hier, denn da waren irgendwie ein Bogenschützen drin. Aber es ist eine Zufluchtstadt, die müssen wir einfach mitnehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das wäre einfach dumm, die da stehen zu lassen. So, hier geht man einen Schritt nach vorne, was eigentlich alles völlig unnötig sein wird, denke ich mal. Ja, sie kommen aber tatsächlich einmal dran. Wahrscheinlich machen die jetzt ein Streufeuer da unten hin. Nein, die machen absolut gar nichts. Absolut gar nichts ist sympathisch. Das muss ich schon sagen. Danke. Ciao. Sehr angenehmer Kampf. So dürften die ruhig alle ablaufen. Und wir haben eine zweite Stadt. Wo wir nicht mal mehr reingehen können wegen keinem Bewegungspunkt. Du stehst doch vor der Tür, Jung. Naja, gut. Ah, jetzt habe ich eine Stadt ganz für mich alleine. Da kann ich ja direkt kreativ werden und einen großen Farbtopf in die Hand nehmen und alles anstreichen, wie es mir denn gefällt. Dougal, denk daran, noch bist du alleine hier in der Stadt, aber das wird sich ändern. Also übertreibt man nicht. Da müssen auch normale Menschen noch drin wohnen können. Bin ich etwa nicht normal? Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich meinte so, Leute, die einen normalen Farbgeschmack haben und nicht unbedingt in einer rosa Stadt leben wollen. Woher weißt du, dass ich das rosa anstreichen wollte? Ja, das habe ich mir jetzt so gedacht, wegen deinem Kommentar eben mit diesem rosa Tütü. Wir bauen natürlich erstmal Bauern. So rum. Denn die brauchen wir in jedem Fall auch in dieser Stadt. Das schadet überhaupt nicht, das zu haben. Ist natürlich fraglich, wollen wir die Stadt hier überhaupt weiter ausbauen, weil wir jetzt jede Menge Ressourcen für die zweite Stadt brauchen. Ich glaube, dann lassen wir das hier erstmal bleiben. Ja, ich glaube, wir lassen jetzt die Hauptstadt hier und erstmal bleiben und sparen die Ressourcen für die zweite Stadt. So, was macht denn unser kleiner Zauberer da hinten? Na? Der verschwindet. Okay. Boah, kann ich mit leben. Den Dolmen des Wissens besuchen wir natürlich auch noch. So, was hätten wir denn gerne? Schifffahrt. Ja, nicht wirklich. Auch nicht wirklich, weil ich immer noch nicht weiß, ob es hier überhaupt eine Träne von Ascher gibt. Können wir den meisterlichen Gegenschlag machen? Oder die meisterliche Führungskraft? Ich glaube, ich nehme die meisterliche Führungskraft. Mehr Moral, gleich mehr Züge, gleich mehr Schaden, gleich mehr Gegner kaputt, gleich viel mehr Gewinn. Hier liegt aber auch schön so einiges rum. Doch, gefällt mir.
überlege ja gerade, wem gehört denn diese Stadt eigentlich? Ist das möglicherweise der Spawnpunkt des Computers, den ich deaktiviert habe? Oder hat hier jeder irgendwo im Untergrund eine zweite Stadt? Keine Ahnung. Wir wollen den Bogenschützenturm und die Kaserne. Das wollen wir hier auch auf jeden Fall alles wieder haben. Wir brauchen aber auch eine Taverne. Wir werden mit ziemlicher Sicherheit einen Helden hier postieren müssen. Nehmen wir... Ja, nehmen wir Vittorio. Alles klar. Du stehst eigentlich nur dekorativ hier in der Gegend rum. Wir werden auf jeden Fall irgendwie mehr Helden brauchen, die dann anfangen, die ganzen Kreaturen zwischen den Städten hin und her zu transportieren, um die dann aufzurüsten und zu sammeln und alles Mögliche. Das muss auch funktionieren, während Dougal sonst wo am Arsch der Welt ist. Ah, der Arsch der Welt, das hört sich aber auch sehr interessant an. Ja, ist okay! Wir haben's verstanden! Schatztruhe. Ja, weißt du was? Gönn dir ruhig mal die Erfahrung. Also, verteil das Gold mal an die Bauern. Ah ja, die Bauern, da ist bestimmt auch das ein oder andere knackige Börschlein bei. Möchtest du dir die jetzt wirklich kaufen? Also, nee, kein Kommentar mehr. Also, nein. Eisengolem steht immer noch nur im Weg. Ist nicht so, dass wir dafür toll irgendwas kriegen würden, wenn die kaputt machen. Dann dürfen die Eisengolems auch mal fliehen. Weil so rein aus Rollenspielsicht, fliehende Eisengolems, wieso fliehen die? Haben die Angst? Sind doch irgendwie eh nur Metallhaufen mit so einem magischen Zauberfunken drin, damit die anfangen rumzuwackeln. Und sammelt sich sogar das Geld. Können wir doch vielleicht hier noch irgendwas ausbauen? Ich hätte eigentlich schon ganz gerne... Ach, scheiß drauf, wir bauen jetzt die Kathedrale. So. Und haben das Upgrade der Priester, nämlich den Inquisitor. Und Pimp My Priester, genau, haben wir die ersten Inquisitoren. Die sind nämlich eigentlich auch ganz nett. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich die ganzen Kreaturen auf die einzelnen Positionen hier aufteilen möchte. Also Dougal wird sicherlich auch dauerhaft den Großteil der Scharfschützen kriegen, einfach weil, ja, die entsprechende Fähigkeit sie bei ihm effektiver macht. Gürtel der Elemente. Nö, ja. Nicht so das tolle Artefakt. Ja, gönn dir ruhig nochmal die Erfahrung. Ich weiß gar nicht ganz genau, was es noch an interessanten Fähigkeiten hier für einen Ritter gibt, aber da gibt es bestimmt noch irgendwas, was man gerne hätte. Bin ich sehr optimistisch. So, hier bauen wir jetzt natürlich dann auch den Bogenschützenturm und können... Wir haben aber keine Bauern angeworben. Schlechter Plan. Bauern anwerben ist immer gut, die Zahlen steuern. Da möchten wir, glaube ich, heute nichts mehr machen. Das war's dann auch schon wieder. Bin ich mal gespannt, was der Artefakthändler hat. Hoffentlich ein rosa Titel. Ja, ich wünsche dir viel Glück, Dougal. Ich glaube da nicht dran.